Die C-130 Hercules ist eines der außergewöhnlichsten Flugzeuge der Welt. Heute, 35 Jahre nach ihrem Jungfernflug, wird sie immer noch gebaut. Vor kurzem rollte die 1900. Maschine dieses Typs aus der Lockheed-Fabrik in Marietta, Georgia. Von außen sieht die C-130 aus wie seit jeher, doch tatsächlich gibt es kein Bauteil dieses Modells, das nicht verändert wurde. Aus den ersten Herkules-Maschinen, die in den 50er Jahren gebaut wurden, entwickelte sich ein hochmodernes, ausgereiftes Flugzeug. Das Management von Lockheed glaubte von Anfang an die Herkules. Firmenchef Robert Gross sagte damals vorher, dass die C-130 nicht nur im Wettbewerb mit der Konkurrenz bestehen könnte, sondern auch, dass sie noch lange in der Zukunft fliegen würde. Die amerikanische Armee und die Air Force suchten nach einem Ersatz für ihre schwerfälligen Transportmaschinen. Die neue Düsentechnologie bot schnellere Alternativen. Die Streitkräfte verlangten eine Maschine, die die Eigenschaften eines Lasters, eines Jeeps und eines Flugzeuges in sich vereinigen sollte. Der Vizechef des Hercules-Programms bei Lockheed war Bob Roach. Sie präsentierten uns für die neue Transportmaschine einen Katalog mit sehr spezifischen Anforderungen. So sollte man in die Maschine hineinfahren können. Dafür musste das Heck hochklappbar sein. Es gab noch eine Reihe ähnlicher Forderungen. Viele Leute, die den Entwurf sahen, unter anderem auch der berühmte Kelly Johnson, meinten, sie hätten nie ein hässlicheres Flugzeug zu Gesicht bekommen. Die C-130A flog zum ersten Mal am 7. April 1935. Einer der Piloten war damals Leo Sullivan. Der Jungfernflug, das ist natürlich eine Ewigkeit her. Aber vom ersten Tag an wussten wir, dass die Hercules eine der besten Transportmaschinen der Welt war. Heute werden drei C-130 Flugzeuge pro Monat gebaut. Früher waren es sogar bis zu 18 Stück pro Monat. Die Konstrukteure bei Lockheed entwerfen immer neue Versionen, um die Produktion bis ins 21. Jahrhundert zu sichern. Mit den Jahren ist die Größe, Geschwindigkeit und Reichweite der Hercules ständig gewachsen. Bereits das B-Modell wies zahlreiche Verbesserungen auf. Es besaß vier stärkere T56A7-Motoren von Allison. Die dreiflügeligen Propeller wurden durch vierflügelige ersetzt und die Reichweite stieg auf 6500 Kilometer. Es wurden Anstrengungen unternommen, damit das Modell mit kürzeren Rollbahnen auskam. Lockheed konstruierte eine neue Steuerung und kombinierte die vier Propeller mit zwei zusätzlichen Düsentriebwerken. Die Düsen verstärkten den Auftrieb und verkürzten die für Starts nötige Rollbahn auf unter 150 Meter. Das E-Modell wurde eigens für die Transportstaffel des Militärs entwickelt und konnte eine Nutzlast von etwa 70.000 Kilogramm befördern. Die C-130E besaß eine exzellente Reichweite und konnte den Atlantik im Non-Stop-Flug überqueren. Auf kurzen und unbefestigten Rollbahnen setzt die Hercules zusätzliche Startraketen ein, sogenannte JATOs. Damit wird die zum Abheben nötige Rollstrecke von 500 auf unter 300 Meter reduziert. Das jüngste Modell der Herkules-Familie ist die CH. Zahlreiche Verbesserungen brachten die Maschine auf die Höhe der Zeit. Als die Militärs ein neues Flugzeug für den Transport von Soldaten und Nachschub suchten, war die C-130 zur Stelle. Lockheed führte mit der Herkules die Düsentechnologie in den Lufttransport ein. Die Navy sah über ihren traditionellen Konkurrenzkampf mit der Air Force hinweg und übernahm die Hercules. Die Marines benutzten das Modell als Transportmaschine bei Kampfeinsätzen und als Tanker. Eines der spektakulärsten Manöver der Hercules war die Landung auf einem Flugzeugträger. Der Pilot erhielt für seine punktgenaue Landung auf dem Flugdeck die Ehrenmedaille Flying Cross. Trotz dieses Erfolges entschied die Navy, dass solche Manöver zu gefährlich wären. Heute setzt die Navy die C-130 als Tanker und für den Transport von Fallschirmspringern und Nachschub ein.
Die US-Küstenwache fliegt regelmäßig Patrouillen mit ihrer HC-130. Die im Nordatlantik treibenden Eisberge müssen überwacht werden, da sie sonst die Schifffahrtswege gefährden könnten. Eine immer wichtigere Rolle für die HC-130 ist das Aufspüren von Ölteppichen. Einmal entdeckt, kann das Öl auf dem Wasser mit Hilfe schwimmender Barrieren aufgehalten werden. Mit dem intensivierten Abbau der Bodenschätze unter dem Ozean steigt auch die Bedeutung der Küstenüberwachung. Viele Nationen haben ihre Hoheitsgewässer auf 200 Seemeilen ausgedehnt. Küstenwachen auf der ganzen Welt fanden in der Herkules ihr ideales Flugzeug. Über 60 Nationen nutzen heute mehr als 40 verschiedene zivile und militärische Versionen der Herkules. Egal unter welcher Flagge, die Herkules war immer zur Stelle. Sie transportierte Hilfslieferungen bei Hungersnöten, half den Opfern von Naturkatastrophen und brachte Hoffnung in die entlegensten Gebiete der Welt. Es überrascht also nicht, dass dieses Transportflugzeug vielerorts als Samariter der Lüfte gilt. Flugspaß, Flugabenteuer, Flugerlebnis mit Klonghopper. Klonghopper fliegt ab sofort zweimal täglich nach Bangkok in die Hauptstadt des Vergnügens. Holen Sie sich Ihr Ticket zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr am Flugschalter. In Bangkok bietet Klonghopper zahlreiche Anschlussflüge an. Erleben Sie Luxus und Zuverlässigkeit vom Start in den Himmel bis zur federweichen Landung. Buchen Sie Ihren Flug mit Klonghopper. Sie erkennen unsere stolzen Vögel an der charakteristischen Heckbemalung. In Thailand beginnen die Einsatzbereiche der C-130 da, wo die klassischen thailändischen Transportwege der Kanäle aufhören. Auf den Binnengewässern gelangen Menschen und Fracht in alle wichtigen Städte Thailands. Bangkok und Umgebung sind von Kanälen durchzogen wie eine Marslandschaft. Das thailändische Wort für Kanal ist Klong und genau deshalb nennen wir uns Klonghopper Airlines. Das ist unser Rufsignal. Klonghopper Airlines fliegt auf Routen in Thailand, einen stolzen Vogel mit Heckbemalung. Der gefällt mir. Als ich nach Vietnam flog, hat mich die Bodenkontrolle über Funk gefragt, was für einen Flugzeugtyp ich fliege. Ich habe geantwortet, ich fliege die viermotorige Müllabfuhr. Da haben sie wirklich gelacht. Wir geben der Maschine viele Spitznamen. Wir nennen sie Schwein, Keiler und was weiß ich noch. Besonders wenn wir der Maschine gut zureden, wie bei der Landung. Das ist genau wie beim Angeln, wo man auch dem Fisch gut zureden muss, um ihn zu fangen. Bei einem Flugzeug ist es dasselbe. Bei der Landung muss man ihm gut zureden.
Ihre vielleicht glanzvollste Stunde hatte die Herkules in Vietnam. Hier musste sie ihr wahres Potenzial beweisen. Die Piloten der C-130 waren im Vietnamkrieg ebenso wichtig wie die Soldaten an der Front. Die Geschichte der Herkules in Südostasien ist auch die Geschichte ihrer Piloten. Der erste Tag einer Mission ist immer besonders aufregend. Die Einsatzbereiche können täglich wechseln. Wir flogen die unterschiedlichsten Einsätze, brachten Munition an die Front oder evakuierten Verletzte. Wir transportierten unzählige Verwundete. Das hält einen auf Trab. Auf einem meiner Flüge wurde ich umgeleitet, um dringende Blutkonserven in die nördliche Provinz zu fliegen. Das war eine interessante Aufgabe, aber sie traf uns völlig unvorbereitet. Die Landebahn war extrem kurz, deshalb mussten wir die Innenverkleidung entfernen, um Gewicht zu sparen. Der Landeplatz war sehr matschig und ich bekam ganz weiche Knie vor Angst. Wir befinden uns im Flugkontrollzentrum der Air Force Division A-34 in Saigon. Hier werden die täglichen Nachschubflüge über Vietnam koordiniert und überwacht. Auf diesen Anzeigetafeln befinden sich sämtliche Informationen über die Einsätze. Täglich fliegen die C-7, C-123 und C-130 Maschinen der 34. Division 800 bis 1000 Missionen. Da die Herkules in etwa 800 Metern Höhe fliegt, kann sie auch über unsicherem Gebiet operieren, in dem es noch zu Kampfhandlungen kommt. Die C-130 bildet als Arbeitstier das Rückgrat der Streitkräfte. Wir gerieten unter Raketenbeschuss, deshalb verzögerte sich unser Start. Ich glaube, es war 7:45, als wir nach Quang Tri losflogen. Wir transportierten eine sehr wichtige Fracht, Ketten für Panzer, die in westlicher Richtung nach Khe San vorstoßen sollten. Etwa um 9:30 landeten wir in Quang Tri. Es gab einige Probleme mit der Maschine, den Geräten im Bug und den Motoren. Die Reparaturen dauerten etwa 4 Stunden. Etwa um 10:30 schickte uns die Kommandozentrale eine Ersatzmaschine, um uns abzuholen. Wir flogen mit der neuen Besatzung nach Chu Lai, um Raketen aufzunehmen und nach Khe San zu transportieren. Das dauerte bis etwa 4:30 Uhr nachts. Um 5 Uhr tankten wir nach und flogen weiter. Die ganze Aktion dauerte ungefähr 18 Stunden. Wie spät haben wir es jetzt eigentlich? Ganz schön spät. Ich arbeite als Assistenzarzt in den Flugzeugen der 903. Medizinischen Evakuierungseinheit. Es gibt zurzeit 20 Schwerverletzte und 53 Leichtverletzte. Wir haben die besten Piloten, die man sich wünschen kann. Sie landen überall, selbst am Ende der Welt, wenn es sein muss. Ein paar Bahnen Stahlblech genügen ihnen als Landebahn. Ich glaube, meine riskanteste Landung hatte ich auf An Quoi. Das liegt auf der Insel Vu Ohoc vor der Westküste Vietnams. Die Rollbahn ist dort sehr kurz und unbeleuchtet. Wir mussten bei Nacht landen. Es war stockdunkel und regnete in Strömen. Die Rollbahn wurde behelfsmäßig mit Laternen und Scheinwerfern von Jeeps beleuchtet. Aber unsere fantastischen Piloten brachten uns sicher herunter. Ja, innerhalb der Truppenverbände wird viel diskutiert. Wir geben hier wirklich das Letzte, was man von den verbündeten Vietnamesen nicht sagen kann. Dabei ist es ihr Krieg. Sie sollten sich wirklich mehr ins Zeug legen. Auf unserer heutigen Mission haben wir verletzte Soldaten ausgeflogen. Einigen waren die Beine abgeschossen worden, andere hatten schwerste Verbrennungen erlitten. Dieser Anblick verfolgt uns. Man kann das nicht einfach nach Feierabend abschütteln. Es nimmt einen wirklich mit und wir sind froh, dass wir den Männern helfen können.
Wir fliegen sie so schnell es geht in die Lazarette, wo sie gut versorgt werden. Verletzte gehören nun mal zum Krieg. Dennoch ist es deprimierend. Die Männer haben wirklich tapfer gekämpft. Ich weiß nicht mehr genau, wann und wo wir die ersten Gefallenen transportiert haben. Wir erfuhren bereits vor der Landung, was auf uns zukommen würde. Wir hatten zu dem Zeitpunkt keine andere Ladung an Bord. Ein Krankenwagen fuhr über die Rollbahn zur Maschine. Er trug keine Beschriftung und ich dachte sofort, da sind tote GIs drin. Der Anblick reißt dich aus der Routine. Man denkt unwillkürlich, das könnte ein Freund von mir sein. Und natürlich kann es mich auch selbst erwischen, überall zu jeder Zeit. Wenn die einzige Fracht an Bord aus Toten besteht und man im Frachtraum alleine ist mit ihnen, dann kann einen das schon fertig machen. Wir sind wieder zurück in Khe San. Das letzte Mal war ich hier vor etwa 3 Jahren. Damals unterstützten wir mit unseren C-130-Maschinen die Marines. Unsere Flugzeuge waren die einzige Nachschubverbindung nach Khe San und flogen täglich Einsätze, mehr als 80 Tage ohne Unterbrechung. Die Mission galt als Sieg für die Luftkriegsführung. Aber für uns von der Bodenmannschaft war es ein Sieg für die C-130, die es schaffte, hier zu landen. Wir hatten Luftunterstützung und auch Verteidigungsanlagen auf der Basis selbst. Manchmal warfen unsere B-52 ihre Bomben in den Dschungel bis knapp vor das Rollfeld. Die C-130 landeten auch an Tagen, an denen wir keine Luftunterstützung hatten. Dann wurden sie von den umliegenden Hügeln aus ständig beschossen. Nach der Landung wurden Maschinen oft von nordvietnamesischen Geschützen zerstört. Wir gaben der Herkules den Spitznamen Kanonenfutter. Üblicherweise blieben die Flugzeuge etwa 1 Minute am Boden. Etwa 60 Soldaten stiegen ein. Bei Verwundeten dauerte es noch länger. Sometimes we keep a little longer for medevac. So then they decided
Um die Gefahr für die Maschinen zu verringern, beschloss man, den Nachschub in Containern abzuwerfen. Das Abwurfgebiet war sehr, sehr klein, etwa 100 mal 100 Meter. Sie warfen die Container zielgenau aus etwa 200 Metern Höhe ab und brachten so täglich etwa 150 bis 200 Tonnen Nachschub herein. Manche Ausrüstungsgegenstände konnten jedoch nicht mit den 1-Tonnen-Containern abgeworfen werden, zum Beispiel Baumaterial für die Bunker im Gebiet von Khe Sanh. Wir baten die Air Force um Unterstützung. Die Air Force hatte ein Fallschirmsystem, das sich auch in niedriger Flughöhe öffnen lässt. Damit wurden innerhalb weniger Tage Tonnen von Baumaterial für Befestigung und Nachschub eingeflogen. Die anfliegenden Maschinen lagen pausenlos unter Mörserfeuer. Dann gingen wir zu einem anderen Abwurfsystem über. Aus niedriger Höhe wurde das Material ausgeklinkt und mit einem Fanghaken in ein Auffangnetz geleitet. Wir brauchten etwa 200 bis 300 Tonnen Munition und Verpflegung täglich. Nachschub kam nicht nur mit der C-130, aber sie beförderte alle schweren Lasten. Die letzte Schicht unterstützte uns hier im Delta, während die erste Mannschaft bereits wieder über dem Eschortal flog. Viele Maschinen stürzten ab. Eines muss man den Piloten lassen, sie liefern die Bestellungen überall hin. Auf diese Männer ist wirklich Verlass. Ich erledige meinen Job beim Luftnachschub. Nach 100 Einsätzen hören die Piloten auf. Aber ich bin dann immer noch hier und sammle den Müll ein. Wer ist denn nun wichtiger? Die Herkules flog aber auch bewaffnete Einsätze. Als südvietnamesische Truppen in Laos einmarschierten, warfen die C-130-Flugzeuge 700 Kilogramm Bomben, um Landeplätze für Hubschrauber freizusprengen. Okay, haben Abwurfhöhe erreicht in 335. Roger, erteilen Abwurfgenehmigung bei 336. Verstanden. Achtung, Countdown für Abwurf. 4, 3, 2, 1, Abwurf.
Im Schutz der Dunkelheit suchten schwer bewaffnete AC-130-Maschinen mit Kanonen nordvietnamesische Ziele und zerstörten sie. Was habt ihr? Ist das ein Schiff? Schwer zu sagen, wir fliegen näher heran. Ziel erfasst. Und Feuer. Volltreffer. Ziel 4 zerstört. Haben wir noch weitere Ziele? Jetzt bin ich dran. Klasse Schuss. Die Hercules fliegt auch heute noch Kampfeinsätze. Wenn es sein muss, lässt sie ihre Kanonen sprechen. Diese C-130A war die erste Hercules, die die US Air Force in Dienst stellte. Ihre Kennnummer lautet 533129. Die Maschine verfügte über eine stärkere Feuerkraft als jeder Jäger oder Bomber. Ihr Auftrag war der Geleitschutz im Gefechtsgebiet. Diese Hercules Spectre gehört zur Reserve der Spezialeinheiten innerhalb der Air Force. Ihr Geschwader 99 ist in Dukefield, Florida stationiert. Die Maschine hat 14 Besatzungsmitglieder. 5 von ihnen sind Bordschützen und verantwortlich für die beiden Minikanonen Kaliber 276, die 40 mm Buffer und 20 mm Vulcan-Kanonen. Zusammen verschießen die 6 Kanonen über 17.000 Projektile pro Minute. Mit Hilfe von Kameras, Infrarot und anderen elektronischen Geräten macht die Spectre die Nacht zum Tag und zerstört im Schutz der Dunkelheit jedes feindliche Ziel. Hier laufen alle Informationen in der Maschine zusammen. Die Waffenoffiziere arbeiten eng mit den Bordingenieuren und dem Offizier für elektronische Kriegsführung, kurz EWO, zusammen. Seine Aufgabe ist es, das Flugzeug vor gegnerischem Radar zu schützen und zusammen mit dem Mann an der Leuchtkanone Beschuss vom Boden abzulenken. Dazu werden Infrarotgeschosse abgesetzt, die den hitzeempfindlichen Suchkopf gegnerischer Raketen in die Irre führen sollen. Die Kriegsführung der Vereinigten Staaten in Südostasien war nicht möglich ohne eine intensive Luftunterstützung. Über Funk konnten die Bodentruppen Unterstützungsangriffe aus der Luft anfordern. Die Hercules diente aber auch als fliegende Kommando- und Feuerleitzentrale. Die C-130 koordinierte Luft- und Bodenangriffe sowie Nachschublieferungen und fungierte gleichzeitig als Kommunikationszentrale für den Funkverkehr bei Angriffen.
Auch Rettungseinsätze wurden von Bord aus befehligt. Das ABCCC ist ein fahrbares Containermodul, das mit modernsten Kommunikations- und Überwachungsgeräten ausgestattet ist. Es kann direkt in den Rumpf der Herkules gerollt werden. Der Container wird entweder im Flug eingesetzt oder operiert an einem Zielort ausgeladen, autark. Das ABCCC-Modul wird heute noch an Bord der Herkules eingesetzt. Das 7. Luftüberwachungsgeschwader ist integraler Bestandteil der schweren Flugzeugabteilung des taktischen Luftkommandos. Ich bin Oberst Steve Foster, der Befehlshaber des 7. Fliegenden Luftüberwachungsgeschwaders. Die Hauptaufgabe unserer Einheit liegt in der Befehlsgewalt über alle verfügbaren Flugzeuge bei Angriffen gegen Bodenziele. Wir sind das Verbindungsglied zwischen dem Kontrollzentrum des taktischen Luftkommandos und den Fluglotsen vor Ort, die den Einsatz der einzelnen Maschinen kontrollieren. An Bord der Maschinen des 7. Geschwaders gibt es Aufgaben, die in anderen Flugzeugen nicht vorkommen. Wir bieten einige der wenigen Möglichkeiten für Geheimdienstoffiziere und Techniker, ihr theoretisches Wissen in einer echten Gefechtssituation einzusetzen. Wir sind kurzfristig an jedem Ort der Welt einsatzbereit, an dem es zu Kampfhandlungen kommt. Wir sind jetzt auf der Route 23. Unser Ziel ist die mobile Einsatzzentrale. Ich bin für die Auswertung von Geheimdienstinformationen zuständig. Mithilfe der Daten, die ich an die Einsatzleitung übermittle, werden die neuen Angriffsziele festgelegt. Wir erbitten die Zielkoordinaten. Die Bodenkontrolle erteilt nach Auswertung der Daten den Angriffsbefehl. Hier Zulu Delta Alpha, Einsatzleitung bitte kommen. Wir hören Sie, Zulu. Sie sind klar für Angriff. Roger, erbitten Zielspezifikation. Zulu Delta Alpha, Ihre Ziele sind Panzer und Lastwagen. Sie können sie nicht verfehlen. Viel Glück. Ich bin dafür verantwortlich, dass die eingesetzten Maschinen ihren Auftrag innerhalb des festgesteckten Zeitplans erfolgreich ausführen. Das ist an Bord eine ganz spezielle Aufgabe, denn wir sind hier nicht mit Radar ausgerüstet. Die Aufgabe des Waffenoffiziers ist die Absicherung unseres Luftraums. Unseren Job dagegen erledigen wir ausschließlich am Funkgerät. Die C-130 führte zahlreiche unterschiedliche Einsätze aus. Die RC-130-Version der Herkules trug in ihrem Rumpf ein riesiges Objektiv für mehrere Kameras und andere Luftüberwachungsgeräte mit sich. Mithilfe der RC-130-Fotos konnten weltweit zahlreiche Landkarten erstellt werden. Die Herkules DC-130-Version trägt ferngesteuerte Mini-Flugzeuge, sogenannte Drohnen. Das Konzept der unbemannten Drohne ist nicht neu. Im südostasiatischen Krieg flog sie als Alternative zu konventionellen Flugzeugen über 3000 Einsätze. 300 Maschinen wurden abgeschossen. Die unbemannten Drohnen retteten also Hunderten von Piloten das Leben. Heute werden Drohnen zur Fotoaufklärung und in der elektronischen Kriegsführung eingesetzt. Eine DC-130 entlässt zu Aufklärungszwecken eine Drohne. In etwa 180 Metern Höhe fotografiert das ferngesteuerte Mini-Flugzeug sein Ziel. In einem Einsatz der elektronischen Kriegsführung fliegt die Drohne in das Kampfgebiet und behindert das Feindradar mit einem Störsender oder durch den Abwurf von Metallstreifen. Die Drohne wird von Bord einer DC-130 ausgesteuert. Nach dem Einsatz wird die Drohne in der Luft von einem CH-3-Hubschrauber eingefangen. Die Piloten sagen, wenn man so einen 1300 Kilogramm schweren Vogel einklingt, weiß man nicht, wer an wem hängt. Doch diesmal läuft das Andockmanöver mit Hilfe des Drohnenpiloten an Bord der Herkules problemlos. Diese Maschine koordiniert Rettungsflüge. Sie empfängt Funksignale vom Boden und gibt sie an Hubschrauber weiter, die dann die Einsätze über dem Land oder über dem Meer durchführen.
Mit einer JC-130 Herkules wurden aus dem Weltraum zurückkehrende Astronauten und Instrumente geborgen. Dazu wurden an der Maschine Haken und Auffangleinen befestigt. Die JC-130 fing die an Fallschirmen herabgleitende Raumkapsel in der Luft auf. Die Herkules erprobte auch Fanghakensysteme, mit denen während des Fluges Fracht vom Boden aufgenommen werden konnte. Weiterentwicklungen führten schließlich zum MC-130 Fanghakensystem, das für Bergungen in Kampfgebieten eingesetzt wurde. Spezialisierte Einsatzgruppen nutzen das sogenannte Fulton-Rettungssystem, um mit Hilfe von Fanghaken Menschen an Bord des Flugzeugs zu befördern. Mit dem Haken können notgelandete Piloten, Agenten oder geheime Unterlagen auf Feindgebiet geborgen werden, ohne zu landen. Durch ihre Allwettertauglichkeit und das ausgefeilte Radarsystem kann die MC-130 und ihre Crew von Spezialisten in Gebiete vordringen, in denen andere Flugzeuge nicht operieren können. Der Fulton-Haken wird mit einem Fallschirm abgeworfen. Es dauert etwa 20 Minuten, bis die zu bergende Person den Spezialanzug angelegt hat und das Manöver beginnen kann. Die kampferfahrene Flugzeugbesatzung nimmt während dieser Zeit die letzten Kontrollen am Fulton-System vor. Dann lässt der Mann am Boden einen heliumgefüllten Ballon steigen, der die Auffangleine in die Luft befördert und übermittelt dem Flugzeug das vereinbarte Signal. Es wird der Flug seines Lebens. Diese seltsam anmutende Herkules ist die britische C-Mark II. Hinter der charakteristisch langen Nase befinden sich modernste Geräte für den Allwettereinsatz. Das Äußere der WC-130, die für die amerikanische Luftwaffe fliegt, ist weniger spektakulär. Und dennoch ist ihre Aufgabe nicht weniger wichtig. Die WC-130 ist bekannt als der Hurricane-Jäger. Die meisten Piloten versuchen, schlechtes Wetter zu umfliegen. Doch unsere Männer fliegen durch den größten Sturm, den sie finden können. Ich bin Oberleutnant Dennis Worth, Befehlshaber des 53. Wetteraufklärungsgeschwaders, das besser bekannt ist unter dem Namen Hurricane-Jäger. Außer uns hat die Air Force noch eine andere Einheit dieser Art. Die Air Force Reserve besitzt auch eine. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, in das Auge des Hurrikans zu fliegen, um Messwerte für das nationale Hurricane Center zu sammeln. Die Daten werden ausgewertet, um Stärke und Richtung von tropischen Stürmen vorherzusagen. Die meteorologisch geschulten Offiziere und die Männer an den Geräten gehören zum Wetterdienst. Aber der Rest der Mannschaft ist Teil des 53. Wetteraufklärungsgeschwaders. Im Unterschied zum normalen Einsatz am Boden, wo wir das Wettergeschehen nur überwachen, fliegen wir hier selbst durch die Stürme, um sie direkt vor Ort zu studieren. Wir fliegen nicht nur einmal durch den Hurricane, sondern immer wieder. Manchmal 4-5 Tage hintereinander. Oft dauert ein Einsatz bis zu 12 Stunden. Nach der Landung haben wir 12 Stunden Pause. Am nächsten Tag fliegen wir dann wieder durch denselben Sturm. Bei einer solchen Mission ist der Navigator besonders wichtig. Unser Computer kann zwar den Kurs von einem Punkt zum nächsten errechnen, aber in diesen Stürmen fliegen wir nicht einfach von A nach B. Wir versuchen genau das Zentrum des Sturms zu finden. Jeder Sturm ist anders und kann nicht vorausgeplant werden. Wenn wir durch den Sturm fliegen, bedeutet das viel Stress und Arbeit. Wir denken dann nicht wirklich an den Hurricane da draußen. Wenn es die Maschine durchschüttelt, versucht man einfach weiter seine Arbeit zu machen, so gut es geht. Wir setzen Geräte an Fallschirmen aus, die uns Daten funken. Diese Informationen analysieren wir und übermitteln sie dem Hurricane Center. Sicherheit steht bei den Flügen an erster Stelle. In über 100.000 Flugstunden gab es noch keinen einzigen Unfall. Durch den ersten Sturm zu fliegen war ein bemerkenswertes Erlebnis.
Es war ein schöner Anblick. Ich war ganz gebannt und fühlte mich glücklich, zu den wenigen zu gehören, die einen Hurrikan von innen zu sehen bekommen. Ich glaube, dass wir dem amerikanischen Volk einen wertvollen Dienst erweisen. Unsere Flüge helfen, Leben zu retten. Es ist für uns alle eine große Genugtuung, dass wir diese humanitäre Mission haben. Wir sind in Position. Was sagt ihr dazu? Wir haben verstanden, Herkules. Geben Sie uns Ihr VCA. Der Klang der Düsentriebwerke und die größten Skier, die je gebaut wurden, verbinden das ewige Eis mit dem Rest der Welt. Es war ein denkwürdiger Einsatz für die Herkules, als erstes Flugzeug dieser Größe am Südpol zu landen. Dieses Modell hat die Eroberung der Pole revolutioniert. Die Antarktis. Der weiße Kontinent am südlichen Ende der Welt erstreckt sich über fast 8 Millionen Quadratkilometer. Jahrhundertelang war die Antarktis durch Sturm, eisige Kälte und die endlosen Polarnächte isoliert. Es war seit jeher der Traum jedes Polarforschers, die Einöde der Gletscher zu überwinden. ...1928 leitete Richard E. Byrd die erste große amerikanische Antarktis-Expedition. Das Flugzeug, das Byrd mitnahm, war eine Floyd Bennett mit 3 Ford-Motoren, eine für ihre Größe sehr leistungsfähige und robuste Maschine. Die Expedition unternahm große Anstrengungen, um das Flugzeug gegen die unerbittliche Kälte zu schützen. Der Kontinent schien mit allen Kräften gegen die Eroberung aus der Luft anzukämpfen. Im November 1928 war die Floyd Bennett schließlich für ihren historischen Flug gewappnet. Die Vorbereitungen für diese eisige Bewährungsprobe hatten Monate verschlungen. Richard Byrd plante, den Südpol zu überfliegen und dabei seine Route aus dem Flugzeug zu fotografieren. Am 29. November startete Byrd mit der Floyd Bennett vom Basislager in Little America aus. Ihn begleiteten die Glückwünsche und Anfeuerungen der Kameraden. Die Bodenmannschaft verfolgte seinen Kurs über Funk. Nachdem er es bereits so weit geschafft hatte, sollte auf der letzten Strecke nichts schiefgehen. Byrd war frohen Mutes. Kälte und eisiger Wind konnten ihm und seinem Flugzeug nichts anhaben. Ziel war es, den südlichsten Punkt der Erde zu erreichen. Genau über dem Pol warf Byrd eine amerikanische Flagge ab. Sein Traum war Wirklichkeit geworden. Es war ein überwältigender Erfolg. Die Floyd Bennett brachte die Luftfahrt in die Antarktis. Die Eroberung des riesigen und unwirtlichen Kontinents aus der Luft hatte begonnen.
In den 30er Jahren unternahm Byrd weitere Expeditionen in die Antarktis mit wechselhaftem Erfolg. Einige Flugzeuge fielen den eisigen Temperaturen und Stürmen zum Opfer. Später führten Turboprop-Flugzeuge auf Kufen Byrds Traum vom Polarflug fort und halfen den Kontinent für die Menschen zu erschließen. Die Herkules landete gut vorbereitet. Mit einer Länge von knapp 7 Metern und einem Gewicht von je 1 Tonne trug sie die größten Kufen der Welt. Die LC-130 landet auf einer abgelegenen Eisfläche genauso sanft wie auf einer ausgebauten Rollbahn. Die amerikanischen C-130-Maschinen unterstützten von Beginn an die Marineoperation Deep Freeze und wissenschaftliche Projekte am Südpol. Die Herkules revolutionierte die Erforschung des Weißen Kontinents, indem sie Polarforscher an jeden nur erdenklichen Ort im ewigen Eis brachte. Das Flugzeug versorgte die abgelegenen Forschungsstationen mit Nahrung, Brennstoff und anderem Nachschub. Am anderen Ende der Welt transportierten C-130-Frachtmaschinen hunderte Millionen Kilogramm Nachschub und Ausrüstung auf die Ölfelder Alaskas. Mithilfe der Herkules-Lieferungen konnte eine Ölpipeline quer durch Alaska konstruiert werden. Insgesamt hat die Herkules-Flotte fast 19 Millionen Flugstunden absolviert. Sie ist zum Synonym für Sicherheit und Zuverlässigkeit geworden. Die C-130 Herkules ist das Arbeitstier des Düsenzeitalters. Jede Maschine ist eine Klasse für sich.